Wenn man Deutschland sucht den Superstar gewinnt, könnte man eigentlich meinen, dass man dann auch ein Superstar ist. Doch das ist bisher eigentlich bei keinem DSDS-Gewinner so wirklich der Fall gewesen. Manche sind zwar noch professionelle Musiker, doch für die großen Bühnen reicht es nur bei einigen wenigen. Andere haben sich sogar ganz von der Musik verabschiedet. Willkommen bei Wissenswert. In diesem Video präsentieren wir euch, was die ehemaligen DSDS-Gewinner heute so machen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, von welchem DSDS-Star ihr mal ein richtiger Fan wart oder vielleicht auch immer noch seid. Beginnen wir mit der allerersten DSDS-Staffel aus dem Jahr 2003. Die Jury bestand neben Dieter Bohlen noch aus Thomas Bug, Shauna Fraser und Thomas M. Stein. Die erste Staffel war auch direkt einer der beliebtesten, mit durchschnittlichen Zuschauerzahlen von 12 Millionen. Gewinner war Alexander Klavs, der sich mit seinem Song Take Me Tonight gegen seine Konkurrentin Juliette Schoppmann durchsetzte. Direkt nach der Sendung landeten seine Songs United und Take Your Chance auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. 2006 beendete er dann erstmal seine Musikkarriere und begann eine Musical-Ausbildung in Hamburg, die ihm dann eine Rolle in Roman Polanskis Tanz der Vampire-Musical einbrachte. Danach folgten Rollen in Musicals wie Tarzan, Der Schuh des Manitou, Ghost und Saturday Night Fever. Inzwischen hat er bereits ein eigenes Musical-Tournee-Programm, das sich äußerst großer Beliebtheit erfreut. Doch obwohl er heute einer der erfolgreichsten Musical-Darsteller Deutschlands ist, ist er auch trotzdem weiterhin als Musiker aktiv. Zum Beispiel unterstützte er Leona Lewis bei ihrer Deutschland-Tour und mit einem neuen Album ist er selber auch häufiger auf deutschen Bühnen unterwegs. Weiter geht's mit der nächsten DSDS-Staffel und einer Gewinnerin, die sich nach ihrem Gewinn sehr stark veränderte. Und zwar Ellie Erl. Sie konnte im Jahr 2004 die Jury und das Publikum von sich überzeugen. Mit dem Song This Is My Life gewann sie das Finale der zweiten DSDS-Staffel und erreichte auch Platz 3 der deutschen Singlecharts. Doch dann ging es auch sehr schnell wieder bergab. Das Lied This Is My Life wurde von Dieter Bohlen geschrieben und soll laut vielen Kritikern auch zu sehr nach ihm geklungen haben. Ellie Erl beendete die Zusammenarbeit mit Bohlen anschließend, woraufhin ihre Karriere in wenigen Monaten regelrecht abstürzte. Ihre folgenden Songs waren nur eine Woche in den hintersten Plätzen der Charts. Ihren letzten Song brachte sie dann 2007 und ihre Karriere als Musikerin beendete sie danach. Nebenbei studierte sie allerdings Lehramt und begann ab 2007 als Realschullehrerin für Musik und Sport in Düsseldorf zu arbeiten. Der einstige Superstar macht heutzutage nur noch Musik bei Karnevalveranstaltungen. Als nächstes kommen wir zur DSDS-Staffel aus dem Jahr 2007 und kommen zu einem Namen, den die meisten wohl noch kennen werden, Mark Medlock. Der Sohn eines gebürtigen US-Amerikaners und einer deutschen Mutter war der Überflieger in der vierten Staffel von DSDS. Er gewann jede einzelne Motto-Show und begeisterte mit seiner rauen Stimme die Zuschauer sowie die Jury, die diesmal übrigens neben Bohlen aus Heinz Henn und Anja Lukaseder bestand. Kein Wunder also, dass er sich mit dem Louis Armstrong Song What a Wonderful World gegen seinen Konkurrenten Martin Storch durchsetzte. Bis heute gilt Mark Medlock als einer der erfolgreichsten DSDS-Gewinner aller Zeiten. Der Ruhm blieb ihm lange Zeit erhalten. Songs wie Now or Never oder Summer Love liefen damals im Radio rauf und runter. Mark Medlock verkaufte unfassbare 3 Millionen Tonträger zwischen 2007 und 2011. 2013 beendete er dann offiziell seine Karriere, um dann 2014 wieder ein neues Album zu veröffentlichen. Doch dafür hat sich dann aber niemand mehr interessiert. Statt vor riesigem Publikum spielt Mark Medlock zuletzt nur noch in kleinem Kreis in einem Restaurant auf Sylt. Sylt ist übrigens nun auch die Heimatinsel von Mark Medlock, der mit seinen Einnahmen aus seiner Musikkarriere dauerhaft ausgesorgt hat und daher gerade keiner speziellen Arbeit nachgeht. Kommen wir zur DSDS-Staffel aus dem Jahr 2010. Die Jury bestand diesmal aus Dieter Bohlen, Nina Eichinger und Volker Neumüller. Von 34.240 Kandidaten konnte sich Mehrzat Marashi am Ende durchsetzen. Allerdings war sein Sieg alles andere als souverän, denn kurioserweise gewann ein anderer Kandidat alle vorherigen Motto-Shows, und zwar Menowin Fröhlich. Nur im Finale verlor dieser gegen Marashi. Nach der Show landete Marashi einen satten Erfolg mit dem Song Don't Believe, der sich über 17 Wochen weit oben in den Charts hielt.
Auch sein anderer Song Sweat, den er zusammen mit Mark Medlock aufgenommen hat, hielt sich 12 Wochen in den deutschen Singlecharts. Danach war er jedoch nie wieder in den Charts. Stattdessen forcierte er andere Pläne. Er gründete eine eigene Tanzschule in Hamburg, die jedoch aktuell bei Google als dauerhaft geschlossen bezeichnet wird. Gut, dass dies nicht sein einziges Standbein war, denn Marashi hat ebenfalls ein eigenes Tonstudio mit dem Namen Pobo 44. Dies wird aktuell auch immer noch betrieben. Weiter geht's mit Pietro Lombardi. Er setzte sich 2011 gegen seine ehemalige Frau Sarah Engels im Finale der 8. Staffel durch. Nach DSDS bekam das Paar sogar einen gemeinsamen Sohn. Es gab auch eine TV-Doku über ihre Beziehung auf RTL 2 mit dem Titel Sarah und Pietro bauen ein Haus. Wie auch eine Sendung über ihre anschließende Trennung namens Sarah und Pietro – Die ganze Wahrheit. Beide sind auch heute noch regelmäßig im Fernsehen zu sehen, bei Schlag den Star, dem großen Promi-Backen und diversen anderen Shows. Musikalisch läuft es besonders bei Pietro sehr gut. Zuletzt war sein Song phänomenal, wochenlang weit oben in den Charts. Auch unternehmerisch ist Pietro Lombardi tätig, so besitzt er nach eigener Aussage Anteile an Immobilien. Derzeit ist der einstige Kandidat übrigens aufgestiegen zum DSDS-Juror und ist nun nicht mehr vor, sondern direkt neben Dieter Bohlen in der aktuellen DSDS-Staffel zu sehen. Als nächstes haben wir Beatrice Egli. Sie gewann DSDS im Jahr 2013. Die sympathische Schweizerin schaffte es, über 2/3 der Zuschauerstimmen zu erhalten. Seitdem ist Egli aus der Schlagerszene in Deutschland gar nicht mehr wegzudenken. Musikalisch gesehen ist Beatrice Egli die erfolgreichste DSDS-Gewinnerin aller Zeiten. Sie hat seit 2011 fast jedes Jahr ein Album, das weit oben in den Charts ist. Und erhielt den Echo als Newcomerin des Jahres. Auch im Fernsehen ist sie Dauergast, hat eigene Sendungen im ZDF und MDR und natürlich ist sie auch bei allen möglichen Schlagersendungen in den öffentlich-rechtlichen Sendern Dauergast. Und als letztes haben wir noch Severino Seeger. Seine Karriere nahm definitiv eine außergewöhnliche, allerdings nicht überraschende Wendung. Denn bevor Seeger im Jahr 2015 DSDS gewann, war der ehemalige Callcenter-Mitarbeiter straffällig geworden. Er war Teil einer Bande, die Senioren betrogen haben und insgesamt eine Summe von über 100.000 Euro erbeuteten. Im Dezember 2013 befand er sich 3 Wochen lang in Untersuchungshaft. Ausgerechnet zu der Zeit, als er bei DSDS antrat, begann auch das Strafverfahren gegen ihn. Seeger konnte es bis nach der Sendung verschieben. Und im Sommer 2015 wurde er schließlich zu einer Haftstrafe auf Bewährung von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Erst nach dem DSDS-Finale wurde überhaupt erst bekannt, dass Severino Seeger Teil einer kriminellen Bande war. Als Dieter Bohlen und RTL von dem Vorfall erfuhren, sperrte der Sender Severino von allen zukünftigen Fernsehauftritten aus. Doch ein Verlust für Severinos Karriere war das sowieso nicht, denn sein Siegersong Hero of My Heart erreichte nur Platz 10 in den Charts. Das ist die bisher schlechteste DSDS-Gewinner-Song-Platzierung aller Zeiten. Doch bevor wir jetzt das Video beenden, haben wir noch einen Kandidaten für euch. Ja, genau, ihr wisst, wer jetzt kommt. Und ja, er hat die Sendung nie gewonnen. Schon klar. Menderes muss aber erwähnt werden. Er war seit der ersten Staffel jedes Jahr Teilnehmer bei DSDS und schaffte es sogar mal in den Recall. Doch seitdem letztes Jahr eine Regel eingeführt wurde, dass man mit über 30 nicht mehr teilnehmen darf, musste Menderes aussetzen. Trotzdem durfte er außerhalb der Konkurrenz mit einem Medley auftreten. Auch wenn Bohlen und er inzwischen Freunde sind, so konnte sich der Juror auch bei Menderes letzten Auftritt einen fiesen Spruch nicht verkneifen. Wenn ich mal tot bin, musst du auf meiner Beerdigung singen, damit auch alle wissen, dass ich wirklich tot bin. Denn wenn noch irgendetwas an mir lebt, würde ich nochmal rauskommen. Menderes ist schon ein außergewöhnlicher Typ. Und auch ein kleiner Promi. Durch seine dauerhaften Teilnahmen bei DSDS ist er deutschlandweit bekannt. Auch in anderen Fernsehsendungen war Menderes schon zu Gast, wie zum Beispiel Grill den Hänsler oder Willkommen bei Mario Barth. Er veröffentlichte auch regelmäßig eigene Singles, die teilweise auf YouTube gute Klicks erzielen. Sein größter Erfolg bisher war jedoch die Teilnahme in RTLs Dschungelcamp, bei welchem er die Herzen der Zuschauer gewann und auch als Sieger aus der Sendung hervorging. So hat Menderes endlich das bekommen, wonach er sich dauernd sehnte. Und zwar Anerkennung. Auch gesundheitlich geht es Menderes inzwischen besser. Er hatte lange Zeit mit einer Darmkrankheit zu kämpfen. Letztes Jahr gab es eine große Operation, die gut verlief und ihm, so sagt er selbst, das Leben rettete.
Und das war's auch schon mit unserem Video. Na, welchen dieser Stars habt ihr denn noch in guter Erinnerung? Wer war damals mal euer Favorit? Schreibt's uns mal in die Kommentare und das war's dann auch schon mit Wissenswert. Macht's gut!